Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und direkt zu Anfang gibt es noch eine Sache, die ich gerade fast übersehen hätte, die aber jetzt schon ziemlich lustig ist. Ich habe ja Wildes Ödland ausgewählt und da gibt es schon ein oder andere merkwürdige Ereignisse. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das da hinten eine dieser Ereignisse sein. Ah, ich finde die so gut. Eigentlich liegt hier eine Leiche drin. Es ist so lustig, ich weiß nicht, wer von euch Indiana Jones geguckt hat. Und in Indiana Jones Königreich des Kristallschädels kommt ja... ist ja jemand, der sich in einem Bleikühlschrank verstecken will. So eine Atombombe lebt. Atombombe, Kühlschrank, der noch intakt ist. Eigentlich ist hier eine Leiche drin, die nicht mehr intakt ist. Ja, ja. Das ist, finde ich ziemlich witzig eigentlich, wenn es funktioniert. Ja. Wir machen einfach mal weiter. Laufen gleich direkt zur nächsten Kuriosität. Das sind so Sachen, die kannst du auch wirklich nur machen. Finde ich aber nicht schlimm, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Und das gleich damit ein bisschen auskennt. Aber sonst hätten wir diese Kuriositäten verpasst. Genau wie diesen Typen, der eigentlich auf uns zuläuft. Nicht, dass wir den weg müssen. Hi. Hey. Ja, hi. Hallo, können Sie mir helfen? Ja, warum nicht? Was stimmt denn nicht? Stimmt was nicht? Mein Mädchen ist da oben auf der Anhöhe von Geckos umzingelt und ich komme nicht zu ihr. Bitte, sie wird noch sterben. Ja, okay. Wo ist sie? Folgen Sie dem Weg vorbei am kaputten Funkturm und gehen Sie nach rechts. Sie finden sie am Ende des Pfades. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Warum lässt denn auch das Mädchen da draußen? Also die Anhöhe vorbei am kaputten Funkturm. Und dann nach rechts. Ja, für mich sieht das nicht wie ein Funkturm aus, weil das ist, glaube ich, ein Funkturm. Was ist mit dem Boden gerade passiert? Sind das nicht Brockblumen? Oder Xanderwurzeln? Meine ich ja. So, noch mehr Xanderwurzeln. Oh nein. Brockblumen, da sind sie. Und dann vorbei nach rechts. Nach rechts, ja genau. Nee, so viel dazu. So, vielleicht habe ich das nicht eine Aufgabe sogar? Nein, okay. Ich könnte mir, fällt mir mal auf. Mojave Liefer Express Auftrag 6 und 6. Anweisung: Liefert sich das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas-Trips. Dort wird Sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu den Johnson National Zweigstelle des Mojave Express in Pullman. Bei uns bei Abschluss 250 Kronkorken. Dieses Paket enthält zwei übergroße Würfel aus flexiblem Material. Vertragsstrafen. Als autorisierter Vertreter des Mojave Express Paketdienstes sind Sie bis zum Abschluss der Lieferung und der Abwicklung der Bezahlung vertraglich dazu verpflichtet, diese Transaktion abzuschließen und übernehmen materielle Verantwortung für strafbare Handlung oder Verlust. Falls keine Lieferung an den richtigen Empfänger erfolgt, können eventuelle Vorschüsse und Bonuszahlungen verfallen. Weiterhin bleiben Strafverfolgung und oder Verfolgung des Söldner Rückholtrupps vorbehalten. Der Mojave Express ist nicht haftbar für Verletzungen oder Lebensverluste, die im Zusammenhang mit den zuvor genannten Rückholaktionen stehen. Scheiß, Subunternehmer, ey. Kaputtes Funkgerät. Das Funkgerät des Prospektors Solomon Goodspings wurde von einem durchreisenden Großkern kaputt gemacht, wurde die Ärzte gebeten, es gegen Bezahlung zu reparieren. Ja. Sonny Smiles erzählt ihnen im
erzählte ihnen, im guten alten Schulhaus von Goodspinks gäbe es ein Tresor, den noch niemand in dem Ort habe knacken können. Sie überließ ihnen netterweise ein paar Haarklammern und ein Exemplar des Magazins Dietrich und Du, falls sie verzichern, im Safe versuchen möchten. Ja, und die Karawanenanleitung, die lese ich mir jetzt erstmal nicht durch. Ah. Ja, man muss nur klug kämpfen. Hi. Ciao. Oh. So schnell geht das. Evet. Warum hat denn der jetzt seine Waffe zurückgesteckt? Hi. Das ging durch den Kopf. Denk mal darüber nach. Hier noch, hier sind diese ganzen Xanderwurzeln aber alle noch nicht pflückbar. Pflückbar? Pflückbar. Pflückbar ist der Verwandte druckbar. Ah, da ist doch jemand. Und hier soll das Mädchen sein von ihm. Jetzt sieht sie gerade ein bisschen aus wie ein Hund. Stirb! Kommt der eigentlich mal langsam? Wir sollen hier alles machen und der kraut sich die Eier, während er da rumläuft oder wird. Oh, hi. Aua. Komm nur mal langsam. Jetzt haben wir Apokalypse. Ja. Offene Truhe. Hey, was haben wir denn hier? Ein Bügeleisen. 6 Stück. Patronen, ja. Expecto Patronum. Das. Die Anspielung verstehe ich nicht. Die habe ich auch noch nie verstanden. Es heißt, das ist Johnny mit den 5 Assen. Wie man hier sieht. Hat der auch 5 Asse, ja. Aber was ist der? Also, ne? Der Typ sitzt hier mit 4 Softbällen. Blick auf Goodswings. Okay, mit einer Kamera, klar. Und hat da seine 5 Asse, aber muss ich das verstehen? Ich verstehe die Anspielung nicht. Na gut. Ein paar Patronen. Schlecht. Wo ist der Typ? Ist die Frage. Ich dachte erst, das wäre in einer Anspielung auf, keine Ahnung, irgendein... Oh, auf irgendeinen, keine Ahnung, Pokerspieler, wie auch immer. 5 Asse ist dann ja schon gut. Boah. Ich verstehe es nicht, aber dieser DDR-Tisch... Naja. Und wo bleibt der jetzt? Ach da. Hi. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Ja, stimmt, wenn Sie mit mir fertig sind. Aha, ja. Das ist erkannt. Wenn du mit mir fertig bist, dann komme ich an deine Beute. Das ist gut erkannt. Die Augen, ekelhaft. Aber danke für die Patronen, die Pistole und die Korken und das Satzbewahrer und den Vorschlaghammer und den Joker-Bananen und diesen Arbeitsanzug.
Ja. Da fallen mir glatt die Augen aus, oder was ist das? So. Ach, das überleben wir. Siehst du, in Fallout und Skyrim geht sowas einmal in Bethesda spielen. Da sind noch nette Leute. Die von einem Gecko angegriffen werden, okay. Die von zwei Geckos angegriffen werden, okay. Erstmal kommen dann wieder nicht so schnell Kuriositäten. Vicky und Vans Casino. Ja, it's a infamous couple's death car. Ja. Ja. Aber. Warum seid ihr denn freundlich? Notiz lesen. Auf dem Zettel steht: nur wenige Patrouillen in letzter Zeit hier draußen. Also auch nur wenig Beute. Unsere Crew meint, wir sollten bald weiterziehen. Folgen den Schienen nach Norden zurück zum Strip. Bist du dabei? Sind zwar nicht mehr in der Strafkompanie, aber wir halten trotzdem zusammen. Ja, Tag, ne? Explosionen machen immer wieder Spaß. Ja. Ich würde sie auf der Stelle umlegen, wenn ich könnte. Echt? Warum probierst du es nicht aus? Was? Verstehe ich nicht. Machen nicht, sagen. Ich hab den Typen da umgebracht. Den auch. Da fällst du fast vom Glauben ab, ne? Oh. Wir wissen, wir schleichen ist immer gut. Ich sprach mal nicht, ist immer gut. Dietrich, auf jeden Fall. Ich glaube, das mache ich auch jetzt. Okay. Ach ja, hier gibt es ja nur bei jedem zweiten Level so eine Eigenschaft. Stimmt, stimmt. Und die RNK-Dollar finde ich. Das finde ich gut. Da hat man immer Sachen und kein Geld und ja. Ja, Pulver noch Banditen und Hockeymaske und noch mehr und ja. Ja, und noch ein bisschen Dynamit. Dynamit. Naja, Uhr. Dynamit ein langer Lunte. Die ganzen können wir wieder mal. Wett. Ach, das ist schon Heide. Ach so. Ach so. Deswegen geht das nicht. 9mm Pistolen. Können wir nicht weiter operieren. Okay. Wir haben gleich direkt wieder schön viele Waffen zu verkaufen. Warum bist du nicht feindlich? Der wollte wohl gerade noch aussteigen. Naja. Ab nach Prim. In die Tiefen der Glücksspielsucht. Wo Einkaufswagen auf der Straße stehen. Ich frage mich, die müssen ja auch irgendwie da hingekommen sein. Es ist, wie kommen die einfach dahin? Also wenn das eine White Kakerlake ist, wovon ich ausgehe, da habe ich da keine Angst vor, aber, ich lasse die erstmal machen. Hi. Tschüss. Ja, das sag ich jetzt nichts, ne? Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Alles hier, es ist ganz öd, alles merkwürdig. Und ganz öd lang steht.
Aber zum Glück nicht lange. Wenn das nur so ist, dann ist das nicht so dramatisch schlimm. Wenn das auch nur so alle drei Folgen einmal ist, dann würde mich das auch nicht stören. Hi, ich steck mal meine Waffe weg. Die Lampen werden... Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Premise verboten. Ja, aber... Ach, guck schon. Was geht denn Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Aber da gibt's doch gar nichts. Sollten sie nicht die Stadt beschützen oder sowas? Würden wir gerne. Aber sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, sie zu beschützen. Warum können sie nicht schützen? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Klar. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Der schlimmste Satz in ganz Fallout New Vegas. Dazu. Okay. Ja, Lieutenant Hayes. Da werden wir dann gleich hingehen. Wir begrüßen und mit ihm reden und machen, was wir wollen und bla bla bla. Und da ist die andere Seite, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Hier gibt's sonst Source Beweller. Aber auch nix sonst. Huch. Dass die Lampen ja damit Batterien betrieben werden, finde ich gut. Vor allem, weil die einfach mal so gar nichts bringen. Also die leuchten zwar, aber die fahren ja keine Autos mehr lang oder so, wofür das jetzt wichtig wäre. Sergeant McGee, was sagst du denn dazu? Ich bin Sergeant McGee von der Armee der RNK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes. Woher kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus dem Hub, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ist mein zweiter Einsatz hier. Gilt für die meisten Unteroffiziere hier. Ja, goodbye, ne? Sir? Jawohl, Sir. Zelt von Lieutenant Hayes betreten. Na, der sieht mir aus wie ein Lieutenant. Genau, setzen wir uns doch. Oder auch nicht. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien. 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie denn hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Ja, aber ich habe schon geholfen. 8 Leute habe ich jetzt schon ausgemerzt. Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Das heißt, es gibt die Waffen, aber sie kriegen sie nicht. Ist also nur ein, Vertriebsproblem. Das kann man lösen. Erzählte mir von der Justizvollzugsanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA. Kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Aha. Haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Aha. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit. Also, fragen Sie ruhig. Ne, das werden wir erfahren in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.